Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yay or Nay. Zellos hat sich unbedingt gewünscht, dass wir dieses Spiel hier spielen. Pizza Real Life Cooking. Hallo, guten Ich Tag. wurde überstimmt. Und da erzählt, dass ich das gewünscht hat, waren wir natürlich, ja, Ah, gucke genau, mal, wie sind schön. dafür da. Ah, jetzt können wir Pizza machen. Was muss ich hier machen? Nimm den Geil. Schinken, Alter. Geiler Das Schinken. ist aber ein Ich muss sehr. nur drücken, ich muss nichts anderes machen, außer die Maus gerade zu drücken. Das ist sehr angenehm. Das ist sehr schön. Oh, jetzt muss ich schieben. Oh, ne, das ist viel zu anstrengend. So, nach diesem Cut hier geht's weiter. Nach diesem Cut. Und womit geht's weiter? Mit Cutten. Ja, richtig. Nach dem Cut ist vor dem Cut. Nach dem Cut ist vor dem Cut. Vielleicht schneide ich es auch nicht raus aus Faulheit. Ich nur. Mal gucken. Die Musik ist der Hammer im Hintergrund. Italienisch. Das Gameplay ist relativ langweilig. Ich drücke immer nur die linke tut man Maustaste und dann. Die tut man die Außenschicht mittlerweile nicht mehr abziehen oder so. Beim doch, hier. Ja. Bei Zwiebeln, ja. Das, glaub, das Spiel könnte auch ein Dreijähriger spielen. Meinst du? Ja, ich schiebe jetzt die Wurst darüber, dann darf ich wieder das Messer nehmen und oh. Ja, dann mach mal einen Chuck, 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 Alter. Und es geht nicht mal darum, da schnell zu drücken. Du musst im richtigen Takt drücken. Das ist. Ach, im Takt? Höchst kompetitiv. Okay. Das ist also ein Rhythmusspiel. Wenn man es wohlwollend sieht, könnte man das sagen, ja. Ich will den Pilz auf seiner Pizza, widerlich. Gittigit. Kann ich gar nicht verstehen. Nee, kann ich nicht verstehen. Komisch. Auch nicht. Ihr seid selber komisch. Du bist komisch. Wenn auch ihr Pilze esst, dann schreibt es in den Kommentaren. Dann wissen wir schon mal, dass Rikus sich demnächst bei euch eine Pizza holen kann. Oh, wie viel soll ich denn noch schneiden? Das ist ja anstrengender als. Ah, das ist halt eine richtig dick belegte Pizza, Alter. Das kannst du. Ich bin auch kein Fan von Oliven auf Pizzen. Viele machen das ja bei Thunfisch, aber nee. Same. Ich geht. Also ihr geht, dass du es machst oder ihr geht, dass du es nicht machst? Also ihr geht. Einfach komplett, dass ich es mache. Ich finde, die sind mir zu intensiv jetzt vom Geschmack her. Ja, pass auf, jetzt wird's gleich kriminell, jetzt kommt Ananas. Schade. Was? Wieso hat die hier eine. Ich verstehe es nicht. Was? Es ist Miraculous aus Ladybug. Ich verstehe es auch nicht. Einfach weiterklicken. Oh mein Gott. Oh, das ist schön. Oh, geil. Einfach. Oh ja. Kann ich auch was anderes nehmen? Noch mehr Fleisch oder so? Ich denke, das reicht. Das macht er automatisch. Ich glaube, das Spiel ist wirklich für Vierjährige. Also, wenn ihr einen vierjährigen Sohn habt oder so. Ich dachte schon, du kannst es irgendwie selber beeinflussen, wo du das platzierst. Ja, mache ich ja auch. Wie viele Zwiebeln, ey? Ach du Scheiße. Mach wenigstens noch die restvollen Paprika drauf, wenn du schon dabei bist. Da oben ist noch Paprika. Ah, jawohl, jetzt, da geht's ab, Junge. Also ich würde diese Pizza in echt nicht essen. Ist ein bisschen viel Zwiebel drauf, ne? Mal gucken, was ich gleich für eine Beurteilung für diese Pizza kriege. Also das Spiel besteht eigentlich nur aus sinnlosen linke Maustaste drücken. Es ist einfach total das ist primitiv. Voll geil, Alter. Das reicht für meine drei Gehirnzellen, die noch übrig sind, reicht das gerade doch so aus. Barry backt eine Pizza. Und jetzt? Ich hab den Käse vergessen. Es gab keinen Käse. Wie starte ich das jetzt? Achso, das läuft schon im Hintergrund. Das ist schwarz. Das kannst du rausnehmen. Kann nichts machen. Bring! Die Töne. Warte, jetzt kommt erst Dings drauf? Ja, okay. Von mir aus. Ah, Methan oder links. Und jetzt? Oh ja, auch nicht. Ja, das war's. Das war das Spiel? Das war das Spiel. Jetzt kannst du noch mal eine Pizza machen. Oh, okay, ich würde sagen, das gefällt mir nicht. Was sagt ihr? Ein exzellentes Spiel, das hat mir gezeigt, wie ich eine Pizza machen sollte, also nee. Okay, dreimal nee. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao. Tschüss. Ciao.